Und dann kommt der Querpass und dann ist es wieder ein Kasseler Spieler, der in dem Keeper der Eispiraten landet. In dem Falle mit der 45 und dann gibt es da nochmal unnötige Strafen für mich. Also Entschuldigung, da muss ich sagen, da verstehe ich auch Ladislav Sigmund nicht. In Christian Schneider landet und da kommt Ladislav Sigmund. Bislang ist alles noch gut. Jetzt muss man es einfach nicht übertreiben. Ich habe es angesprochen, Carson McMillan, der nicht ganz freiwillig da in Christian Schneider endet. Und wir werden sehen, was die Überprüfung des Videobeweises dann bringt. Hier sieht man es nochmal. McMillan geht auch nicht auf den Keeper der Eispiraten zu und wird aber dann getroffen. Da haben wir McMillan, weil der auch einen kleinen Cut jetzt hat.